Am 10. Juli fand anlässlich des Sohnkampffalles eine öffentliche Sonderratssitzung statt. Eine Besucherin bringt eine Frage auf den Punkt, die viele beschäftigte. Hier geht es lediglich, unabhängig von jeder Partei, um die Frage, warum man jemanden einstellt, der für eine Aufgabe nicht qualifiziert ist. Wir und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt erwarten rückhaltlose Aufklärung und Antworten auf die Fragen, wie es zur Beinahe-Einstellung eines Berufsanfängers aus Frönnenberg für eine Leitungsposition in der Stadtverwaltung kommen konnte und wer dafür die Verantwortung trägt. Das strukturierte Auswahlverfahren mit Interviewleitfaden konzentriert sich darauf, Verhaltensmöglichkeiten in beruflichen Zusammenhängen abzufragen, die für die zu besetzende Stelle typisch sind. Ich wiederhole nochmal, weil das wichtig ist, Verhaltensmöglichkeiten in beruflichen Zusammenhängen abzufragen. Nicht Formalien abzuprüfen, das geschieht im Vorfeld, sondern es wird sehr deutlich geprüft, wie sich jemand in bestimmten beruflichen Situationen verhalten wird. Wie ist denn bei Ihnen der Eindruck der Sitzung? Also schon interessant. Ich muss allerdings sagen, einige Fehleinschätzungen und irgendwie bin ich mir immer noch nicht so ganz im Klaren, jetzt dieses Bewerbungsverfahren, wie das abgelaufen ist, warum der Herr Sodenkamp überhaupt in diese engere Auswahl gekommen ist. Auswahlkriterien für die Tätigkeit der Archivleitung waren für mich die formalen Vorgaben der Ausschreibung in allen Punkten. Darüber hinaus bin ich und würde ich auch weiterhin bei der Personalauswahl davon ausgehen, im Rahmen des Auswahlverfahrens eine Persönlichkeit finden zu wollen, die das Archiv nach innen und außen maßgeblich profiliert. Herr Sodenkamp, vermeintlich examinierter Historiker im Bereich der neuen Geschichte, vermeintlich promovierend, aus dem Raum Hellwig-Hamm kommend, bezugnehmend in seiner Bewerbung auf die Hammer Stadtgeschichte, war daher für mich ein interessanter, aber nicht von vornherein favorisierter Bewerberkandidat. Entscheidend ist nicht das Parteibuch, dass auch jemand mit Parteibuch ein Amt bekommt. Ich denke, da ist überhaupt gar keine Frage. Aber in diesen 30 Jahren Politik, die ich selbst persönlich überblicke, haben alle diese Amtsleiter eins gehabt, was diesmal zum ersten Mal außer Acht gelassen wurde. Ich kann mich nicht erinnern und ich habe mit allen meinen Vorgängern und auch in der Funktion des Oberstadtdirektor Befindlichen gesprochen. Sie können sich nicht daran erinnern, dass jemals in dieser Stadt jemand als Amtsleiter vorgeschlagen oder gewählt worden ist, der über keinerlei Berufserfahrung verfügt hat. Das aber, was mich ärgert, und zwar entsetzlich ärgert, das ist ja unglaublich. Man hat ja den Eindruck, man lebt in einer Parallelwelt, wenn man das hört, was Sie, Frau Steinmann, meinen und was Sie und einige andere und auch Herr Kaufung und der verehrte Oberbürgermeister uns heute vorlegen. Wenn man das alles ernst nimmt, was die gesagt haben, dann sind die jetzt immer noch der Meinung, Herr Sodenkamp war die beste Auswahl, die man treffen konnte. Nach einem hervorragend durchgeführten Verfahren die beste Auswahl. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wissen Sie eigentlich, was das heißt? Wir hätten jetzt mal angenommen, das wäre alles nicht aufgefallen. Dann hätten wir jetzt einen 10 Jahre verbummelten Studenten, der es mehrfach nicht geschafft hat, sein Examen zu Ende zu bringen, der dafür aber durchaus kriminelle Energien entwickelt. Und Sie kommen her und sagen, prima, wir haben in dem Verfahren den Besten ausgesucht. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Ach, mal ganz ehrlich gesagt, wenn gleich der Oberminister nochmal reingeht und macht mit der Hand runter, dann sind diese 24 oder 28 Leute, die knallen dann mit ihrem Beifall da was runter, da muss doch an denen ihren Kopf, muss doch mal, wenn die richtig denken könnten, dass man das nicht macht, man, da sind doch normale Menschen, die sind für mich behämmert, die sowas machen. Total bekloppt, die so sich von denen beeinflussen lassen. Wie ist denn bei Ihnen so der Eindruck der Sitzung? Welche ersten Eindrücke haben Sie gemacht? Ja, ich bin ja als Rat sehr involviert in diesen ganzen Ablauf. Für mich ist das politischer Klamauk, tut mir leid. Von welcher Seite aus? Von welcher Seite aus? Das, was hier initiiert worden ist jetzt von der SPD, gut, okay, ist Opposition, würde ich vielleicht genauso machen, will ich nicht in Abrede stellen. Aber letztendlich ist an der ganzen Sache nichts dran und man wird auch keinem an die Karre fahren können. Ich möchte noch einmal betonen, wir haben hier versucht, ein faires und sauberes Verfahren durchzuführen.
Dass uns das nicht gelungen ist, dieser Tatsache ist es zu verdanken, dass wir hier einem Betrüger aufgesessen sind, der hier gefälschte Zeugnisse vorgelegt hat. Das mögen Sie nun glauben oder Sie mögen es am Ende auch, Sie mögen es am Ende auch nicht glauben. Darf ich vielleicht ausreden? Das können Sie vielleicht am Ende auch nicht glauben. Ich muss Ihnen sagen, dass es ein sehr bewährtes, sauberes Auswahlverfahren in dieser Stadt gibt. Ein Auswahlverfahren, bei dem eben nicht Parteienproporz bestimmt, was am Ende dabei rauskommt, sondern eine besetzte Auswahlkommission unseres Hauses. Eine fair besetzte Auswahlkommission unseres Hauses. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich in den 8 Jahren, in denen ich Oberbürgermeister dieser Stadt bin, nicht geherrscht habe, sondern versucht habe, für diese Stadt das Beste rauszuholen. Und ich glaube auch, das war nicht ganz erfolglos. Dankeschön. Das Gefährlichste, was ein Rat sich leisten kann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist blindes Vertrauen.